Einen angenehmen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und es ist tatsächlich schon wieder eine Reaction, aber nicht so eine, wie man sie wahrscheinlich sonst gesehen hat. Denn ich reagiere nicht auf irgendein Gaming-Video oder sonst was, sondern es wurde ein Fernsehbeitrag über mich erstellt. Die lieben Leute von ATV, Augsburg TV, haben sich im Rahmen nach der Hübi-Charity-Aktion bei mir gemeldet und gesagt, hey, können wir vielleicht das, was du da tust, einfach mal so ein bisschen, ja, dokumentarisch festhalten, wenn wir das mal so nennen wollen. Und letzten Donnerstag, also vor gerade mal 5 Tagen, waren dann die liebe Anna und ihr Kameramann bei mir und es wurde eben ein kleiner Beitrag gedreht und der wurde heute, also am Dienstag, den 30. März um 18.30 Uhr ausgestrahlt und den habe ich heute für euch dabei und ich möchte ihn euch einfach mal zeigen und ja, wenn es etwas zu sagen gibt, kurz pausieren und euch, wie soll ich sagen, kurz ein bisschen Hintergrundinfos geben, aber ich kann euch schon mal so viel sagen, ich habe es gerade live im Fernsehen gesehen, ich nehme es direkt danach auf, er ist wirklich, wirklich gut geworden. So, dann würde ich sagen, schauen wir hier mal rein. Davor bleiben wir jetzt aber erstmal im Süden des Augsburger Landes. Hier in Schwabmünchen wohnt ein 24-Jähriger, der sein Geld tatsächlich damit verdient, Nintendo zu spielen. Tobias Hübenthal hat auf seinem YouTube-Account 90.700 Abonnenten und jeden Tag werden es mehr. In diesem Sinne, lasst doch gern ein Abo da. Okay, Spaß beiseite. Inzwischen macht er das Ganze hauptberuflich und das, obwohl er selber sagt, ihm ist ganz, ganz wichtig, dass er keine wandelnde Litfaßsäule wird. Seinen Einfluss nutzt er auch, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal sein Studio unten im Keller an und schauen uns an, was er da genau macht. Freunde, da bin ich. Abschrauben können. Oh mein Gott! Ey, mir ist bei der Aufnahme des Elgato-Streamings gar nicht aufgefallen, dass da ein Moment, da habe ich es gar nicht gesehen. Random Moment. Da oben, mein Face. Man kennt's, Freunde, man kennt's. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr hier seid zu einem neuen Livestream hier am Donnerstag. Das war gespielt. Abend. Also da habe ich nicht wirklich gestreamt. Schreibt mal rein, Freunde, wie war euer Tag? Wie war die Schule? Gab es Probleme? Hat Corona eure Lehrer mal wieder zum Auslassen gebracht oder ist euer Online-Unterricht? Aber super? Sexy Beleuchtung, oder? Also wenn Leute mich immer fragen, womit verdienst du dein Geld, sage ich, ich bin online selbstständig und das war's. Also ich versuche das Thema zu vermeiden, aber prinzipiell tatsächlich ist es ein, ich würde es eher als Entertainer bezeichnen. Also es ist wirklich ein Menschen versuchen mit dem, was man tut, irgendwie zu begeistern und das geht auf ganz verschiedenen Ebenen. Früher waren Videospiele mein Steckenpferd, mittlerweile ist es wirklich, sind es auch die Livestreams, wo man einfach live mit denen redet. Also einfach Unterhaltung, Leute mal vom Alltag abschalten lassen. Und ich glaube, so dieses Lebensfreude vermitteln, so, das ist auch so blöd es klingt, ist, glaube ich, so der Kern. Oh shit, da kommt die Werbung. Präsenz, so, würde ich sagen. Tobias Hübenthal aus Schwabmünchen, den man online als Hübi kennt, hat inzwischen fast 91.000 Abonnenten auf YouTube. Seit 5 Jahren lädt er regelmäßig Videos hoch, ist jeden Tag aktiv. Seine Clips wurden insgesamt mehr als 35 Millionen Mal angesehen. Als Nintendo-YouTuber hat er eine Nische für sich gefunden, filmt sich beim Spielen und teilt seine Leidenschaft mit der Welt. Da habe ich extra an der Stelle, da haben sie gesagt, ja, kannst du, also haben wir gesagt, es war nicht, dass das Kamerateam gesagt hat, mach du mal, sondern es war eher so ein, wir haben gemeinsam uns überlegt, wie man am besten was macht. Da habe ich dann gesagt, hey, okay, dann lass uns noch ein bisschen Mario Kart spielen. Und dann habe ich einfach voll die Standard-Kart-Kombination genommen. Mario mit dem Standard-Kart und mit den Standard-Reifen, damit halt auch Leute, die mit Nintendo nichts am Hut haben, damit irgendwas anfangen können. Wenn ich da jetzt Tope mit dem Wrigler-Auto genommen hätte, hätte ich gedacht, what the hell, was ist das? Normalerweise fahre ich nie mit dieser Kartenkombination. Aber es juckt halt niemanden, der sich nicht mit Nintendo auskennt. Und die Brille ist auch zu real, Freunde. Zu real. Bitte nicht vom Ziel, bitte nicht vom Ziel. Ja. 7. Platz, damit müssen wir uns dann wohl zufrieden geben. Wir sind nicht würdig, die Meisterbrille zu tragen. Wir müssen der Wahrheit ins Auge blicken. YouTuber werden oft mit dem Vorurteil konfrontiert, gar nicht richtig zu arbeiten. Bei Hübi sieht das anders aus. Er investiert jeden Tag. Shoutouts an Heike, Alina und Jonas. 13 Stunden, Montag bis Sonntag.
Also tatsächlich das, was man am Ende sieht, also das Aufnehmen, das, wie man vor der Kamera sitzt, das ist maximal eine halbe Stunde Aufnahme. Also man kommt hier an, man überlegt sich ein Spiel, was man machen will, spielt das dann eine halbe Stunde und das war es eigentlich auch schon mit dem Videospiele-Spielen. Also man ist zwar ein Videospiel-YouTuber, aber man spielt vielleicht in 10% der Zeit. Dann kommt die Hauptarbeit, also der Schnitt, wo man dann wirklich... Kurzer Funfact an der Stelle, das war auch wieder ein, hey, lass einfach eine coole Aufnahme machen, wie du was schneidest. Das ist das Friday Night Funkin' Video, wo ich gerade in Super Mario 64 Star Wars Logo reinziehe. Aber man sieht bunte Schnittfenster, Freunde, es sieht gut aus. Effekte einbaut, die unnötigen Sachen rausschneidet, alles in die Richtung. In ein Video fließt so 7 Stunden Arbeit, alles rundherum, von der Idee bis zum Veröffentlichen des Videos. Der Gedanke ist schön, sich hinsetzen, aufnehmen, das hochzuladen, alle finden es toll, aber die Hauptarbeit steckt darin, wofür du eigentlich dann gar nicht die Anerkennung bekommst. Also das passiert alles hinter den Kulissen. Hübi arbeitet jede Woche rund 90 Stunden. Freie Tage oder gar Urlaub gönnt er sich selten. Der Schwab Münchner geht offen mit den Schattenseiten seines YouTube-Jobs um, möchte gerade seinen jungen Zuschauern die Illusionen nehmen. Denn um das alles aufzubauen, gebe ich. Und das ist tatsächlich, das wusste ich bis zu dem Moment, wo ich dann den Beitrag selber geschaut habe, nicht, dass tatsächlich mein Musikvideo darin so einen prominenten Platz bekommt. Das freut mich extrem, muss ich zugeben. Gebe meine Freizeit, du kannst alles nehmen. 24/7 Arbeit ist der Preis, den ich bezahle. Mein Leben hat keinen Sinn, ich will halt schon verdammt professionell. Jetzt fahr ich durch die Nacht, schaue raus ins Nightlife. Das ist der Hustler-Lifestyle. Ich schreibe meine Emotionen hier auf diesem Beat. 23 Jahre lang war mein Herz noch nie verliebt. Ich habe alle Zweifel an mich selbst schon längst besiegt. Jeden Tag ans Limit gehen und danach repeat. Einsamkeit ist, glaube ich, tatsächlich das Hauptproblem dieses Jobs, womit viele nicht klarkommen. Eben einmal wegen viel Arbeit und auf der anderen Seite auch, weil man nicht mehr so als normaler Mensch wahrgenommen wird von vielen. Also man isoliert sich selber und man wird dann auch noch ungewollt von anderen isoliert. Man hat schon so Momente, wo man sich denkt so, will ich das wirklich noch weitermachen? Ist es das alles wert? Aber gerade dann, wenn man, sage ich mal, wieder auf irgendwelchen Messen ist und die Leute an einen wirklich sehen und dann ins Gesicht sagen, hey, deine Videos haben mir dabei geholfen. So, ich hatte in der Schule Stress oder in meiner Familie läuft es nicht gut. Dann konnte ich deine Videos schauen und abschalten. Für solche Momente lohnt es sich dann. Jedes Jahr, kurz nach Weihnachten, kommt ein weiterer wichtiger Tag dazu, der Tobias Hübenthal immer weiter antreibt. Bei der Hübi-Charity-Aktion streamt er 24 Stunden am Stück und sammelt dabei Spenden für einen guten Zweck. 2020 sind so innerhalb eines einzigen Tages 56.539 Euro zusammengekommen. Also das hat mich komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Von vorne bis hinten. Das hat mich emotional mitgenommen. Das habe ich tagelang danach noch nicht verarbeiten können, weil so 56.000 Euro, das ist, wenn man sich das will, das ist so viel Geld. Das Geld spendete Hübi an 2 Organisationen. An den Rollstuhlclub Köln und an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach im Allgäu. Um nochmal zu der Frage von vorhin zurückzukommen, ob man so Momente hat, wo man aufhören will. Dieses Event bringt mich immer durchs ganze Jahr. Weil ich weiß, wenn ich jetzt aufhören würde, ich könnte am Ende des Jahres nicht was Gutes tun. Ich bin nur einmal 24 Stunden wach. Macht man mal eben. Aber du kannst damit wirklich Menschenleben verändern. Und deswegen werde ich, glaube ich, niemals hiermit aufhören können. Tobias Hübenthal aus Schwabmünchen. Ein 24-Jähriger mit einem außergewöhnlichen Beruf, der seine Vorbildfunktion gegenüber jungen Menschen im Internet erfüllt und dabei jedes Jahr seine eigenen Spendenrekorde bricht. Alle Lichter aus. Ha! Mega! Muss ich gar nicht viel drauf reagieren, Freunde. Es ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Beitrag geworden. Ich finde es richtig, also der ist noch besser geworden, als ich's dachte. Es fasst mich wirklich extrem gut zusammen. Ich hätte nicht gedacht, dass man mich so gut auf den Punkt bringen kann, aber das ist ganz, ganz große Arbeit. Also an der Stelle nochmal vielen lieben Dank an das ganze ATV-Team und speziell an die liebe Anna, dass das wirklich so gut funktioniert hat und dass da so ein toller Beitrag bei rumgekommen ist. Und ja, mehr gibt's gar nicht zu erzählen. Ich bin jetzt mittlerweile auch im Fernsehen. Boah, das sind immer so Momente, wenn ich dann immer zurückdenke, so wie es alles angefangen hat, unfassbar. Wer weiß, wo wir noch landen? Ich hoffe, ihr begleitet mich auf der Reise. Freunde, danke für alles. Die Spenden waren genauso euer Verdienst, wie es mein Verdienst war. Das haben wir gemeinsam geschafft. Und mehr gibt's nicht mehr zu erzählen. Ich bin jetzt auch auf Twitch live, Freunde. Also, falls ihr Lust habt, den Dienstagabend noch ein bisschen ausklingen zu lassen, solltet ihr das Video nach Release sehen, kommt doch gerne auf Twitch vorbei. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Hübi.